Hallo, schön, dass Sie wieder dabei sind bei unserem heutigen Webinar zum Thema Studienfinanzierung. Welche Möglichkeiten gibt es für Sie als beruflich Qualifizierte? Studienfinanzierung oder das Geld, um ein Studium zu finanzieren, ist definitiv keine Glückssache. Deshalb möchten wir heute in diesem Webinar Ihnen verschiedene Möglichkeiten aufzeichnen, wo Sie Finanzierung sozusagen herbekommen können, um halt auch mit gutem Gewissen in ein Studium zu gehen. Was werden wir heute besprechen? Zum einen werden wir natürlich erstmal gucken, mit welchen Kosten sollten Sie so ungefähr kalkulieren. Und dann werde ich Ihnen halt zeigen, welche Möglichkeiten der Finanzierung Sie haben. Zum einen über das BAföG, über den Job, über Stipendien, aber auch Studienkredite. Und im Anschluss an diese Informationen können Sie dann im Chat Ihre ganz individuellen Fragen stellen oder uns auch im Nachhinein über unsere E-Mail-Adresse kontaktieren. Wenn ich von wir spreche, spreche ich von dem Projekt Blended Counseling. Das ist ein Beratungsprojekt, insbesondere für beruflich Qualifizierte, welches ins Leben gerufen wurde und hier in der Technischen Hochschule in Wildau angesiedelt ist. Wir beraten beruflich Qualifizierte, die aus dem Studium überlegen, aus dem Beruf, Entschuldigung, überlegen, in ein Studium zu gehen. Und wir beraten halt in allen Lebenslagen und halt auch auf verschiedenen Kommunikationskanälen. Sie können halt zum einen ganz analog zu uns an die Hochschule kommen, persönlichen Termin ausmachen und wir besprechen ganz individuell Ihre Fragen. Zum anderen können Sie dies aber auch telefonisch tun. Also wir bieten auch Telefonberatung an. Wir bieten die Beratung per Videochat an. Aber halt, wir bieten auch die Möglichkeiten, an Informationen zu kommen über diese Webinare. Mit welchen Kosten müssen Sie ungefähr rechnen? Es wird halt regelmäßig erfasst über die Sozialerhebung und da wird der Mittelwert, der angegeben wird, sind um die 820 Euro im Monat. Das ist natürlich zu sehen aus Studierendensicht. Das sind tendenziell Leute, die Anfang 20 sind, noch keine Familie haben, in WGs wohnen oder ja. Und man muss natürlich sehen, dass es ein Mittelwert ist. Also das heißt, es kann sein, dass Ihre Lebenssituation eine andere ist und dass Sie natürlich logischerweise mehr Geld kalkulieren müssen. Das meiste Geld, was natürlich ausgegeben wird, ist tendenziell die Miete. Es ist natürlich ganz unterschiedlich, aus welcher Region man kommt. Wohnt man eher im Ballungsraum oder wohnt man eher in kleineren Städten und muss halt nicht so viel für Miete aufbringen. Auch das Thema Essen und Kleidung sind natürlich ganz individuelle Posten, die man kalkulieren muss, die ganz ja, unterschiedlich ausfallen können. Aber wie gesagt, diese 820 Euro oder knapp 850 Euro sind auf jeden Fall ein Wert, mit dem man so ungefähr rechnen müsste. Wie gesagt, das kann in Ihrem Kostenplan ein bisschen anders sein, aber dementsprechend müssen Sie natürlich auch gucken, plus einen Puffer einrechnen, was müssen Sie an Geld sozusagen erstmal generieren, dass Sie wirklich auch über die Studienzeit gut finanziell abgedeckt sind. Wie sieht es aus? Derzeitig gehen 66%, also gut ist 2/3 der Studierenden an, dass sie sich über Jobs finanzieren. Teilweise wird auch gesagt, dass es möglich ist, Rücklagen gebildet zu haben, also halt Geld, das man einfach auf dem Konto zur Verfügung hat und wo man sagt, in bestimmten Phasen greife ich auf dieses Geld hinzu. Einige finanzieren ihr Studium auch über Stipendien. Und es gibt zusätzlich die Möglichkeit, sich über Studienkredite zu finanzieren. Zudem haben Sie als beruflich Qualifizierte oder auch als Abiturient, Abiturientin die Möglichkeit, BAföG zu beantragen. Als beruflich Qualifizierte unter bestimmten Voraussetzungen, auf die ich noch eingehen werde, kann man allerdings auch elternunabhängiges Bundesausbildungsförderungsgeld bekommen. Zum Thema Jobs habe ich zwei Modelle, die relativ verbreitet sind, rausgearbeitet. Zum einen den Werkstudierendenjob und zum anderen den Minijob. Beide haben ähnliche Kriterien, die man erfüllen muss, um bestimmte Kriterien, um den Rentenstatus zum Beispiel nicht zu verlieren, darf man nur maximal 20 Stunden in der Woche arbeiten. Tendenziell sind Werkstudierende, aber auch ja, sogenannte Teilzeitangestellte in Unternehmen. Das ist bei Minijob meistens ein bisschen anders. Es hängt von dem Einkommen ab, ob man halt noch eine Familienversicherung, also über 450 Euro muss man sich halt krankenversichern, ob man denn den Anspruch hat einer Familienversicherung, wenn man A noch
unter 25 Jahren ist und bei den, oder über die Eltern sozusagen, bei den Eltern lebt oder B halt verheiratet ist, kann man halt auch sich familienversichern lassen und trotzdem mehr als 450 Euro verdienen. Und bei den Werkstudierendenjobs ist es aber auch möglich, in vorlesungsfreien Zeiten, also in definierten Zeiten, mehr als 20 Stunden zu arbeiten, also maximal 40 Stunden in der Woche. Zudem gilt beim Werkstudierendenjob, dass man einen Steuerfreibetrag hat von 9.168 Euro im Jahr. Das heißt, so viel Geld kann man im Jahr bekommen, also ausgezahlt bekommen, ohne dass es für beim Lohnsteuerjahresausgleich angerechnet wird. Minijobs sind meistens bis zu einer Grenze von 450 Euro. Auch dann gilt, ist man halt nicht mehr sozialversicherungsfrei. Und auch hier gibt es die Möglichkeit, kurzfristig maximal 70 Tage im Jahr mehr als diese 20 Stunden in der Woche zu arbeiten. Also wichtig ist nochmal zu wissen, um dieses Thema Jobben zusammenzufassen. Wie gesagt, um den Studierendenstatus nicht zu verlieren, gilt die Regel, die 20-Stunden-Regel. Also maximal 20 Stunden dürfen im Monat gearbeitet werden, mit diesen Ausnahmeregelungen, die ich gesagt habe. Generell ist man mit 450 Euro im Monat steuerfrei. Und auch diese 450 Euro, wenn man die hochrechnet aufs Jahr, sind, macht das halt 5.400 Euro und die sind dann halt auch aufs BAföG anrechnungsfrei. Das heißt, wenn Sie BAföG beziehen, aber trotzdem noch einen Minijob haben mit 450 Euro im Monat, sind diese 450 Euro, wenn Sie das ganze Jahr diesen Job machen, auch wirklich aufs BAföG anrechnungsfrei. Das heißt, Sie hätten beide Finanzierungsarten. Für berufsbegleitende Studiengänge gibt es Sonderregelungen, die ich hier nicht extra besprechen werde, weil die sehr individuell sind. Die würde ich dann wirklich bitten, dass man die in einem privaten oder in einem individuellen Gespräch bespricht, diese Voraussetzungen. Hier sind nochmal die wichtigsten, Webseiten genannt, die Sie auch kontaktieren können bzw. aufrufen können, sich Informationen suchen können, entweder über die Studentenwerke oder auch die Deutsche Rentenversicherung oder auch über das Portal studienwahl.de können Sie alles, was wichtig ist, zum Thema Jobben sozusagen erstmal vorlesen. Das ist die zweite Möglichkeit oder eine gute Möglichkeit, um regelmäßig Einkommen zu bekommen als Studierende, ist das BAföG, was ich schon kurz angesprochen habe, was es auch als elternunabhängige Variante gibt. Generell ist bei BAföG erstmal zu sehen, es ist wichtig, dass man 50% als kostenloses Darlehen und 50% als staatlichen Zuschuss bekommt. Das heißt, diese 50%, die nicht Darlehen sind, muss man auch nicht zurückzahlen. Also die Hälfte ist sozusagen wirklich unabhängig. Derzeit kann man maximal 853 Euro im Monat BAföG beziehen. Und es gibt noch zwei Einschränkungen, und zwar ist es das Alter. Man darf nicht älter oder man sollte nicht älter, also das 30. Lebensjahr sollte noch nicht angeschnitten sein, wenn man BAföG für einen Bachelorstudiengang beantragt. Und das 35. Lebensjahr sollte nicht angeschnitten sein, wenn man BAföG für den Masterstudiengang, also für den Folgestudiengang beantragen möchte. Es gibt, wie gesagt, verschiedene Voraussetzungen, die man als beruflich Qualifizierter erfüllen sollte, um elternunabhängiges BAföG zu bekommen. Das ist zum einen die Voraussetzung des Nachweises, dass man mindestens 5 Jahre nach dem 18. Lebensjahr erwerbstätig war oder eine Ausbildung, idealerweise eine dreijährige Ausbildung plus 3 Jahren Erwerbstätigkeit in dem Beruf halt nachweisen kann. Sollte die Ausbildung weniger als 3 Jahre gedauert haben, muss diese Zeit in der Arbeits- in der Erwerbstätigkeit nachgearbeitet werden. Also man sollte insgesamt auf mindestens 6 Jahre Erwerbstätigkeit, Ausbildung plus Erwerbstätigkeit kommen. Das reicht leider nicht. Das heißt, man muss auch zusätzlich nachweisen, dass man von dem Geld, das man aus dieser Ausbildung oder aus dieser Erwerbstätigkeit hatte, elternunabhängig leben konnte. Das ist ein ganz, ganz großes Kriterium, was erfüllt sein muss, um wirklich man muss diese Elternunabhängigkeit geradezu nachweisen. Und wie gesagt, Sonderregeln gibt es auch nochmal. Idealerweise sollte man
unter dem 30. Lebensjahr sein. Ist man aber schon älter aus Gründen wie zum Beispiel Pflege von Angehörigen oder auch Erziehung von Kindern unter 14 Jahren, gelten da Sonderregelungen. Da macht es auch wirklich nochmal Sinn, die Beratung der BAföG-Ämter zu konsultieren, ob sie diese Kriterien erfüllen und diese Sonderregelung auch so zutreffen. Was noch ein wichtiges Thema ist beim BAföG, sind die Rücklagen. Rücklagen sind das halt Geld, was man angespart hat über die Jahre, entweder aus der Berufstätigkeit, wenn man idealerweise längerfristig das Studium geplant hat. Und auch da gibt es Freibeträge, die halt nicht angerechnet werden aufs BAföG. Das sind 7.500 Euro für die zu fördernde Person. Und wenn man verheiratet sein sollte oder in einer Partnerschaft, eheähnlichen Verhältnis lebt, sind das nochmal 2.100 Euro für den Lebenspartnerin oder die Lebenspartnerin oben mit drauf. Und für jedes Kind, was in der Familie lebt, auch nochmal 2.100 Euro pro Kind, die halt komplett, also anrechnungsfrei sind als Rücklagen. Auch hier sind nochmal zwei wichtige Informationsseiten im Internet zusammengestellt, auch wieder hier die Studentenwerke als erste Ansprechpartnerin für den BAföG-Antrag. Und insbesondere nochmal das Studentenwerk Potsdam. Wie gesagt, unser Projekt sitzt ja hier an der Technischen Hochschule in Wildau. Und wenn Sie hier in Wildau studieren wollten, ist immer der Ansprechpartner die Mitarbeitenden des Studentenwerks Potsdam. Eine weitere Möglichkeit, um Ihr Studium zu finanzieren, sind Stipendien. Hier gibt es verschiedene Art der Möglichkeiten. Es gibt insgesamt über 2000 Stiftungen, die Studierende während des Studiums fördern. Hier in der Übersicht sind erstmal die großen Begabtenförderwerke, sage ich jetzt mal, aufgeführt. Zum einen gibt es ja politische Stiftungen, wie zum Beispiel die Heinrich-Böll-Stiftung, die der Partei, den Grünen, relativ nahe ist oder nahe ist. Dann gibt es die unabhängige Stiftung, wie die Studienstiftung des deutschen Volkes. Dann gibt es konfessionelle Stiftungen, wie das Cosanus-Werk. Oder auch Stiftungen, die wirklich für beruflich Qualifizierte ausgerichtet sind, wie die Stiftung für berufliche Bildung. Ich werde heute auf zwei Stiftungen kurz eingehen. Das ist zum einen die Friedrich-Ebert-Stiftung und die SBB. Die werde ich kurz vorstellen. Aber es gibt noch andere wichtige, allgemein geltende Kriterien zum Thema Stiftungen. Erstens, Stiftungen sind nicht nur für Hochbegabte. Viele denken, ach, ich kann mich nicht für eine Stiftung bewerben, meine Noten sind zu schlecht oder ich war so schlecht in der Ausbildung. Das ist nicht immer das erste Ausschlagkriterium. Man sollte natürlich schon relativ gute Noten, aber es ist nicht immer ein 1,0er Abschnitt notwendig, sondern es zählen auch andere Kriterien wie ehrenamtliches oder gesellschaftspolitisches Engagement oder Mitarbeiten in Vereinen oder auch da teilweise Pflege von Angehörigen. Dann muss man sich, wenn man sich für eine bestimmte Stiftung entschieden hat, auch wirklich gucken, wann sind die Bewerbungszeiträume? Die sind ganz unterschiedlich. Manche sind gekoppelt an das Wintersemester oder Sommersemester. Manche sind dem freier gestellt. Da muss man sich auf jeden Fall ganz individuell nochmal informieren. Und oder die Bewerbung auf ein Stipendium lohnt sich wirklich, weil viele Stiftungen beklagen, dass sie gar nicht genug Bewerber und Bewerberinnen bekommen. Also die Erfolgsquote ist damit relativ hoch. Die wird derzeit bei 41% angegeben oder durchschnittlich 41% angegeben, weil sie insbesondere bei kleineren Stiftungen, die teilweise ganz lokal Menschen fördern, gar nicht diese Gelder oder diese Kapazitäten werden gar nicht ausgeschöpft. Also deshalb lohnt sich das wirklich auch nochmal, da sich intensiv mit dem Thema zu beschäftigen. Das ist aufwendig, so eine Bewerbung zu schreiben oder Motivationsschreiben zu verfassen. Aber es ist relativ erfolgsgekrönt. Warum lohnt sich sich bei einer Stiftung zu bewerben? Zum einen ganz klar finanziell. Man ist finanziell relativ gut abgesichert über ein Stipendium. Und im Gegensatz zum BAföG hat dieses Stipendium den elementaren Vorteil, dass man nicht nur 50% Zuschuss kriegt, sondern man ist 100% Zuschuss. Das heißt, sollte man ein Stipendium bewilligt bekommen,
muss man das nicht zurückzahlen. Das Geld hat man dann wirklich für sich ja, zur Verfügung. Andererseits, wenn man als Stipendiat oder Stipendiatin aufgenommen wird, wird man auch ideell gefördert. Das heißt, es werden für Studierende Kosten, ja, nicht kostenneutral, aber relativ kostengering, Workshops und Seminare angeboten, mit denen man noch ja, fachunbezogen sich weiterbilden kann. Ein dritter guter Vorteil ist, man baut sich ein interdisziplinäres Netzwerk auf. Das heißt, in diesen Stipendiatenschaften trifft man auf Leute, die man an der Hochschule vielleicht nicht unbedingt treffen kann. Teilweise, weil der Studiengang gar nicht an der Hochschule angeboten wird oder weil man mit so den Leuten einfach nicht zusammensitzt, weil der Campus nicht so aufgelegt ist, dass man diese Leute trifft. Das heißt, man trifft wirklich Menschen aus verschiedensten Disziplinen, mit denen man sich vernetzen kann, austauschen kann oder eventuell auch Ideen für nach dem Studium gemeinsam entstehen. Durch die Förderung hat man natürlich mehr Zeit zum Studium. Ganz großer Vorteil. Man ist nicht so gestresst, wenn man noch nebenbei jobben muss oder die Notwendigkeit halt nicht besteht. Man hat wirklich mehr Zeit, sich wirklich auf die Studieninhalte zu konzentrieren. Teilweise fördern oder ja, fördern die Stipendiatenwerke auch Auslandssemester. Das heißt, man wird in Semestern, in die man im Ausland bestreitet, auch noch zusätzlich gefördert, weil natürlich höhere Kosten durch die Lebenserhaltung oder durch Flugkosten, Anreisekosten entstehen. Und man hat Vertrauensdozenten und Vertrauensdozentinnen. Das heißt, man muss teilweise alle halbe Jahre zum Beispiel, also einmal im Semester, beim Vertrauensdozenten nachweisen, welche Studienleistung man erbracht hat. Man redet aber auch darüber, ja, wo soll es hingehen, kann da auch nochmal wichtige Tipps für den weiteren Werdegang bekommen. Alles das sind große Vorteile der Studienfinanzierung über ein Stipendium. Wie gesagt, ich stelle heute kurz zwei Stipendiatenwerke vor. Zum einen die Stiftung der Begabtenförderung für berufliche Bildung, kurz SBB. Die fördern nämlich besonders beruflich Qualifizierte ohne Abitur oder wo das Abitur sehr, sehr lange zurückliegt und die dann halt nach dem Abitur erstmal sich für einen beruflichen Werdegang entschieden haben und nach dieser oder aus dieser beruflichen Qualifikation nochmal in ein Studium gehen möchten. Hier auch nochmal ganz wichtig, die Bewerbung ist zu unterschiedlichen Zeitpunkten möglich. Also vor der Bewerbung nochmal ganz wichtig anfragen, wann ist der nächste Bewerbungsschluss? Dann ist das auch nochmal eine Stiftung, wo es Sinn macht, sich auch frühzeitig mit zu beschäftigen, weil man kann, wenn man das Bewerbungsprozedere gut überstanden hat, also einen positiven Bescheid kriegt, dass man in die Stiftung aufgenommen wird, eine gewisse Anwärterschaft beantragen bis zu einem Jahr. Das heißt, man kann dann in diesem Jahr noch wirklich die ganze Modalitäten, Anmeldung fürs Studium ganz entspannt entgegensehen und dann wissen, wenn ich mit dem Studium beginne, habe ich auch sofort eine Förderung. Das ist ganz, ganz großer Vorteil von dieser Stiftung. Voraussetzung, wie gesagt, ist hier, dass man halt eine Ausbildung absolviert hat und mindestens 2 Jahre Berufserfahrung hat und dass man einen Notendurchschnitt entweder in der Ausbildung oder auch in dem lange zurückliegenden Abitur besser als 2,0 nachweisen kann. Das ist ein ganz, ganz großes Ausschlusskriterium. Das sollte man auf jeden Fall, also einen Abschluss mit 1,9 oder besser, ist auf jeden Fall von Vorteil, wenn man sich bei dieser Stiftung bewirbt. Was kann man bekommen? Das ist dann halt das Stipendium. Und auch das berechnet sich auf den BAföG-Höchstsatz von 853 Euro derzeit. Man kriegt zusätzlich 80 Euro Büchergeld im Monat. Und wenn man Kinder im Haushalt zu leben hat, bekommt man auch noch 150 Euro Kinderbetreuungskostenpauschale. Also das rechnet sich schon auf, ja, auf einen guten Monatssatz zu, mit dem man gut studieren kann. Die Friedrich-Ebert-Stiftung ist eine parteinahe Stiftung, bei der man sich bewerben kann, wenn man ja, die Werte der Sozialdemokratie lebt. Also damit sollte man sich schon identifizieren können. Auch hier ist es wichtig, dass man gesellschaftspolitisches Engagement nachweisen kann, wie gesagt, in Vereinen oder in Fachschaften oder sich besonders engagiert hat in bestimmten sozialen Räumen. Auch hier wird eine Abiturnote besser als 2,0 erwartet. Die Friedrich-Ebert-Stiftung oder wenn man sich dort bewirbt, muss man sich auf ein vierstufiges Bewerbungsverfahren einstellen und man sollte sich bewerben vor, also 3 Semester vor Ende der Regelzeit. Also bis zum dritten Semester
könnte man sich da bewerben, um dennoch bis zum Ende des Studiums finanziert zu werden. Man kann aber auch gleich im ersten Semester anfangen, sich dort zu bewerben. Auch hier gibt es die Förderung analog zum BAföG und es gibt obendrauf noch 300 € Bücher- oder Büchergeld. Hier haben wir Ihnen nochmal verschiedene Internetseiten oder Webseiten zusammengestellt, in denen Sie sich breitflächig informieren können. Zum einen die Webseite von arbeiterkind.de, zum anderen die Webseite zum Thema Stipendium Plus oder auch das Stiftungsverzeichnis des Landes Brandenburg. Auch das möchte ich Ihnen ans Herz legen. Immer gucken Sie auch nach den lokal etablierten Stiftungen, die meistens kleiner sind als die großen politischen, aber mit denen man dann halt vielleicht auch die Wahrscheinlichkeit auf ein Stipendium noch mehr erhöht. Und in Brandenburg ist es halt das Stiftungsverzeichnis Brandenburg. Hier nochmal die beiden Beispiele dargestellt. Zum einen halt die Webseite der SBB und zum anderen die Webseite der Friedrich-Ebert-Stiftung. Das Thema Studienkredite ist ein Thema für sich, deshalb schneiden wir das nur ganz kurz an, weil das ist immer sehr abhängig, wann Sie einen Studienkredit beantragen würden. Wir sagen generell Studienkredite nur, was möglich ist. Also wenn Sie zum Beispiel ein Semester haben, in dem Sie ganz, ganz viele Prüfungen ablegen müssen oder in dem Sie Ihre Bachelorarbeit schreiben und sagen, ich schaffe es nicht, nebenbei zu arbeiten zum Beispiel, dann kann man einen Studienkredit in Erwägung ziehen. Aber es sollte wirklich nur so eine zeitlich begrenzter Raum sein, in dem Sie diese Art der Förderung in Betracht ziehen. Hier gibt es über das Zentrum für Hochschulentwicklung immer eine sehr gute Übersicht auf der Webseite dieser Institution, in der Sie sich erstmal breitflächig informieren können. Der am häufigsten genutzte Studienkredit ist der Studienkredit der KfW Bank. Auch die haben bestimmte Kriterien, nach denen gefördert wird. Zum Beispiel wird nur bis 650 € pro Monat gefördert, also maximal zwischen 650 und 100 € im Monat. Sie verlangen relativ wenig Sicherheiten. Wenn Sie einen Kredit bei dieser Kreditgabestelle beantragen möchten, wird mit Ihnen auch ein vernünftiger Vertrag geschlossen, logischerweise, aber auch ein Finanzierungsplan erstellt und dann auch ein Rückzahlplan, wo dann genau festgelegt ist, wann müssen Sie welche Summen ungefähr zurückzahlen, wie viel man ausschöpft von diesem Kredit. Die Finanzierung ist nur möglich, wenn Sie unter 44 Jahre alt sind und Sie müssen halt nachweisen können, dass Sie Vollzeit, Teilzeit oder berufsbegleitend studieren. Zudem ist ein Kriterium, dieses KfW-Förderwerk vereinnahmt, ist, dass Sie halt an einer staatlichen Hochschule immatrikuliert sind. Aber wie gesagt, das ist ein sehr, sehr großes Thema. Gucken Sie da noch ganz genau nochmal zu den bestimmten Zeitpunkten hin, welches ist das richtige Förderwerk, beziehungsweise wie ist gerade die Zinslage und wo müssen Sie logischerweise, wo haben Sie in Ihrer individuellen Situation die besten Konditionen? Dann danke ich Ihnen heute fürs Zuschalten und fürs Zuhören und ich hoffe, ich konnte Ihnen erstmal einen guten Überblick über verschiedene Finanzierungsmodelle erstellen. Wenn Sie, wie gesagt, Fragen haben, melden Sie sich unter unserer Webseite oder über unsere Webseite, da haben wir ein Kontaktformular zum einen, oder melden Sie sich per E-Mail über die angegebene E-Mail-Adresse.